Ja, hallo Freunde am Garai. Sonntag, der 2. Juli. Eigentlich gar nicht so richtiges Wetter, um an die Bienen zu gehen. Es ist bewölkt, 16 Grad. Das Wetter wird heute aber nicht besser, eher schlechter. Steht aber an, totale Brutentnahme. Dafür müsste es eigentlich funktionieren. Das einzige Problem, was ich habe, ich wollte mich mal verkleiden. Ich weiß nicht, wie nett und freundlich sie sind. Es dürften die ganzen Flugbienen im Kiste sein. Ah ja, fällt mir gerade noch ein. Ich darf euch ja herzlich begrüßen zum Imker-Tagebuch 22. Imker-Kanal Nordhessen-Imker. Ist gerade jemand gelandet. Gut. Wie gesagt, totale Brutentnahme heißt, es werden alle Waben mit Brut rausgenommen, bis auf eine einzige Wabe mit offener Brut, am besten mit einem Stadien. Dadurch, dass wir die Brut komplett rausnehmen, da sollten alle Varroamilben drin sein. Die paar Varroamilben, die noch auf den Bienen drauf sitzen, werden sich dann ja eine Zelle suchen im Laufe der nächsten Woche. Die eine Wabe, die drin bleibt, Fangwabe genannt, die wird nach ja, 8 Tagen, also nächste Woche Sonntag, wird die rausgenommen. Wird dann eingeschmolzen. Die letzten paar Varroamilben, die sich dann noch im Volk befinden sollten, sind in dieser Wabe eingeschlossen und wir sollten dann eigentlich im Prinzip unsere Völker relativ varroafrei haben für den Herbst. Das heißt, die Bienen, die dann jetzt noch da sind, sollten gesunde Bienen sein, auch die, die danach schlüpfen. Und diese gesunden Bienen sollten uns dann ordentliche Winterbienen heranziehen können. Gut, also wie gesagt, Sonntag, der 2. Juli. 16 Grad, es wird aber nicht besser, eher schlechter nach dem Wetterbericht. Und aus dem Grund, Smoker sollte jetzt schon brennen. Ich verkleide mich dann jetzt mal, stelle die Kamera um. Und wenn die Kamera umgestellt ist, melde ich mich dann wieder. So, also als allererstes kriegen die Bienen jetzt wieder einen Schuss Rauch, Schlauchloch. Was brauchen wir für die totale Fangentnahme oder Brutentnahme? Wir brauchen für die totale Brutentnahme eine Leerzarge, um die Kisten abzustapeln. Unseren Stockmeißel brauchen wir natürlich. Wir brauchen unseren Besen, um die Waben abkehren zu können. Und dann brauchen wir natürlich Leerwaben. Gut. Wieder mal das Volk mit der Kirchheimer. Ah, eins habe ich noch vergessen. Wir brauchen natürlich unseren Clip. Wir brauchen natürlich unseren Clip. Ich wollte die Kameraposition noch mal ein kleines wenig verändern, dass ihr das auch seht. Ja, wie gesagt, wir brauchen den Clip. Wenn uns die Königin über den Weg läuft, können wir mittels diesem Clip die Königin erstmal sichern, tauschen die Waben. Und wenn die Waben getauscht sind, kommt die Königin wieder in das Volk rein. So ein kleines bisschen Schutz für die Königin. Wir möchten ja die Königin nach dieser Aktion im Volk behalten und nicht unbedingt einklemmen. Auf der zweiten Wabe befindet sich auch noch keine Brut. Auch keine Königin. Ihr seht heute natürlich, die 16 Grad tun ihr Übriges. Die Bienen sind etwas leidlich, etwas nervös. War schon richtig, ich möchte morgen nicht unbedingt
wie Quasimodo an der Arbeit erscheinen. Hier ist auch keine Königin zu sehen. Ich schüttel mal ab. Keine Brut drauf. Das wird wahrscheinlich unsere Fangwabe werden. Dieser Fangwabe befindet sich fast nur offene Brut in allen Stadien. Das heißt, diese Wabe wird wahrscheinlich von der Varroa als allererstes angenommen werden, sprich die Brut wird in den nächsten 8 Tagen sich verdeckeln. Und ja, hier haben wir jetzt eine mit komplett geschlossener Brut. Junge Brut. Wird natürlich mit rausgenommen. Bienen werden abgekehrt, die wollen ihr Erfolg behalten. Aber ich muss sagen, die ganze Aktion hätten wir auch ohne Schleier machen können. Wie gesagt, sie sind zwar ein bisschen nervös heute, aber trotz alledem ist noch keine Richtung Schleier losgezogen. Keine Königin zu sehen. Wenn wir die Königin hierbei natürlich nicht finden, ist das auch nicht so weiter tragisch, weil mit dem Abschütteln bleibt die Königin im Volk drin. Das macht ihr nicht unbedingt zu viel aus. Jetzt kann die Königin schon ab. Das wäre auch nochmal so eine Kandidatin für die Fangwabe. So, hier sind eigentlich nur Stifte, Eier, auslaufende Brut raus. Die kommt auch mit weg. Natürlich, nachdem wir die restlichen Bienen abgekehrt haben. Selbst mit dieser Aktion meine Freundin, die Kirchheimer Königin, auch hier keine Königin, doch hier ist sie, die 33 von Kirchheim. Die nehme jetzt natürlich mit dem Clip von der Wabe runter, stellen sie an die Seite. Also jetzt können wir in Ruhe das Volk neu aufbauen. Bodenrahmen. Schauen wir mal nach. Der Drohnenrahmen ist ausgebaut, wird aber nicht mehr bestiftet. Ich weiß nicht, wie weit ihr das sehen könnt. Die Zellen sind alle unberührt. Das heißt, bei dem Drohnenrahmen werden wir jetzt lediglich die verdeckelte Brut, Arbeiterinnenbrut ausschneiden. Jetzt natürlich ein Messer dabei hätten, wäre das noch besser. Aber zur Not funktioniert das auch mit unserem Stockmeißel. Bienen, wie gesagt, wollen wir im Volk behalten.
Der Vorteil hierbei ist, wir haben jetzt hier noch Drohnenrähmchen drin. Wir werden den Rahmen auch ein bisschen mittig ins Brutnest hängen. Hat den Grund, beziehungsweise jetzt bleibt er noch mal Position 2 oder 9, je nachdem, wie man es sehen will. Kommt ja immer auf die Sichtweise drauf an. Aber wir haben dann fürs Frühjahr mit unserem Drohnenrahmen natürlich schon ausgebaute Waben. Die Königin kann auch relativ früh anfangen, Drohnenzellen anzulegen. Jetzt gucken wir noch mal auf die Randwabe. Sollte eigentlich eine Pollen-Futterwabe sein. Ja, ist so. Gut. Jetzt bauen wir die ganze Geschichte neu auf. Wir hängen hier also die Pollenwabe rein. Daneben kommt unser V-Rahmen. Dann haben wir hier eine Leerwabe, da kann die Königin gleich wieder anfangen zu stiften. Ich will nochmal richtig nachschauen. Ja, hier ist oben ein bisschen Honig eingetragen. Ansonsten ist die Wabe aber leer. Jetzt kommt die hier rein. Ein Pollenbrett. Und zwar ehemalige Randwabe, die setzen wir auch an der Seite hin. Die Königin hat erstmal Platz zum Stiften. So, da war jetzt unsere Zelle mit offener Brut. Die kommt auch ins Volk rein. Da wir keine 18 mehr sind, machen wir uns natürlich eine Kennzeichnung dran. Schreiben ein F drauf für Fangwabe. Ja, und jetzt kriegt das Volk 4 neue Rähmchen eingehängt. Kann dann jetzt mit den 4 Rähmchen weiter ausbauen. Kann dann weiter ausbauen. Und die Königin hat erstmal Platz zum Stiften, kann weiter ausbauen. Und ja, kommt jetzt wieder ins Volk zurück. Da ist sie, da sieht man sie gerade. 33 läuft da wieder schön ein. So, wir drücken jetzt die Bienen nach unten. Das soll es eigentlich für die totale Brutentnahme auch schon gewesen sein. Das heißt, wir haben jetzt unsere Königin unten drin, eine Wabe mit offener Brut, wo die Varroa sich reinziehen, weil das wird die Wabe sein, die als erstes verdeckelt wird. Dann haben wir neue Rähmchen und alle andere Brut kommt aus dem Volk raus. Und die Varroa-Milbe hat jetzt somit eigentlich keinerlei Möglichkeit mehr, sich irgendwo anders einzunisten. Und durch dieses Verfahren sollten wir die meisten Varroen
gefangen haben. Ich hänge das Volk jetzt mal um. Wieder. Sprich, ich mache die Honigräume drauf. Das soll es eigentlich schon gewesen sein mit unserer totalen Brutentnahme. Wir haben jetzt eigentlich im Prinzip alle offene Brut rausgenommen, bis auf eine Wabe. Diese Wabe werden sich in den nächsten 8 Tagen die Varonen, die auf den Bienen sitzen, die gerade aus einer Zelle rausgekommen sind, werden sich da jetzt einnisten, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Nach 8 Tagen wird diese Wabe auch noch gezogen, durch eine Leerwabe wieder ersetzt. Und damit sollten wir eigentlich den Varroa-Druck, Schadschwelle genannt, sollten wir reduziert haben. Gut, das soll es jetzt so von mir gewesen sein. Wir werden uns dann vielleicht nächste Woche wiedersehen, wenn wir die Fangwabe ziehen. In 2 Wochen sollte Honigernte sein. Der Vorteil, den dieses Verfahren hat, die Bienen haben jetzt so gut wie keine Brut mehr zu versorgen. Das heißt, dadurch, dass sie keine Brut zu versorgen haben, können sie sich noch besser um Honig bekümmern. Vielleicht kommt noch mal ein bisschen mehr dadurch rein. Wir haben die Varroa reduziert und wir haben den ganz großen Vorteil, wir brauchen keine Ameisensäure ins Volk zu bringen. Das Blöde ist ja heutzutage, früher hatten wir mal einen Sommer, da hatten wir mal unsere 2 Wochen im Sommer, vielleicht unsere 25 Grad, vielleicht mal 28. Da war das alles in Ordnung, aber wie mittlerweile die Sommer sind, entweder knallt es dann im August oder Ende Juli auf 30, 35 Grad hoch, oder wir dümmeln, weil so eine Schlechtwetterperiode ist, dümmeln wir die ganze Zeit unter Umständen im schlimmsten Fall auch mit 13, 14 Grad herum, Regenwetter, hohe Luftfeuchtigkeit, und unsere Ameisensäure kann gar nicht so wirken, wie sie wirken sollte, weil entweder habe ich eine zu hohe Verdunstung, auch wenn ich einen nassen Hader Pro nehme, ich habe den nassen Hader Pro, entweder habe ich mit dem Ding eine zu hohe Verdunstung oder ich habe eine zu niedrige Verdunstung. Und dadurch finde ich das nicht so ganz und gar pralle. Das nächste ist, ich muss mit einer Säure rumhantieren. Ich kann mich verätzen damit. Ist bei der Geschichte alles nicht gegeben. Die Bienen werden das kompensieren. Die Königin legt ein paar Eier mehr. Und das Volk sollte auch ganz normal auf Einwanderungsstärke mit 10.000 Bienen im Schnitt, bisschen mehr, bisschen weniger, aber das Volk sollte auch auf Einwanderungsstärke kommen bis zum Winter. Gut, ich darf mich von euch verabschieden. Ich will die restlichen 5 Völker noch machen. Im Moment zieht sich zu. Sie haben auch für 11 Uhr Regen gemeldet. Und mal gucken, vielleicht muss ich die ganze Geschichte dann irgendwo zwischendurch nochmal abbrechen. Uns geht heute Nachmittag nochmal dran. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, einen schönen Abend, je nachdem wann ihr schaut. Und ja, seid super, mittlerweile sind wir schon bei fast 150 Leuten, denen das gefällt. Ja, ich darf euch ein schönes Wochenende, wie gesagt, wünschen. Ich wünsche euch dann ansonsten auch noch ein frohes Fest, einen guten Rutsch, eine frohe Verrichtung. Arrivederci, Paul.